Unterwegs an der Mosel. Ideales Ziel für eine Genussreise. Jetzt ist hier richtig was los. Heute Vormittag noch wenig, aber jetzt, es füllt sich. Und ich glaube, hier kriegt man so einen Tag sehr gut rum. Meine Reise habe ich mir selbst zusammengestellt. Ganz besondere Übernachtungen inklusive. Man liegt dann hier in seinem Winzerhäuschen, idealerweise mit dem Riesling in der Hand und schaut einfach auf die Weinberge und in seinen schönen kleinen Vorgarten. Unterwegs treffe ich eine Radlergruppe, die ihre Reise pauschal gebucht hat. Und suche Entspannung, aber auch ein wenig Action und Abenteuer. Oh mein Gott. Krass, 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 krass. Der Ausblick hier, der wird mich die nächsten 5 Tage begleiten. Das wunderschöne Moseltal. Ich finde es ja großartig und bin damit nicht alleine. Jedes Jahr kommen in diese Region mehr als 2,5 Millionen Urlauber. Ich will herausfinden, was macht den Zauber der Mosel aus? Ist diese Urlaubsregion auch was für jüngere Urlauber? Und wie plane ich meinen Urlaub an der Mosel am besten? Mache ich das individuell oder pauschal mit einem Reiseunternehmen? All das finde ich heraus bei Was kostet Urlaub an der Mosel? Los geht's in Bernkastel-Kues. Klar, an der Mosel dreht sich alles um Wein, aber der Hauptgrund, warum die meisten Urlauber hierher kommen, ist die Natur, ist die Landschaft. Und genau die will ich heute erleben, und zwar nicht an der Mosel, sondern auf der Mosel. Und es darf gerne ein bisschen Action sein. Hallo. Hi. Hi, ich bin Johannes. Hi, ich bin Judith. Hi, Judith. Wir sind direkt Startler, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Ich habe alles vorbereitet. Wir können direkt loslegen. Es ist schwerer, als ich gedacht habe. Es ist schwer, oder? Ja. Was kostet denn so eine Tour bei euch? Das ist unterschiedlich. Also wenn man jetzt quasi hier einsteigt und an dem Punkt wieder zurückkommt, ist es für eine Stunde 15 Euro, zwei sind 20 und vier sind 25 Euro. Pro Person? Genau, pro Person, okay, ja. Alles klar. Ich hoffe, du hast ein bisschen Gleichgewichtssinn. Ja. Ja, genau. Kannst dich ruhig schon mal setzen. Aber bist du schon mal gekentert? Nee, noch nicht. Aber ich bin auch nicht scharf darauf, dass mit dir das erste Mal wird. Okay. Also so richtig gefährlich sieht das hier nicht aus. Zusammen mit den Nebenflüssen gibt es hier übrigens mehr als 50 Ein- und Ausstiegsstellen. Hier kommt es nicht auf die zurückgelegten Kilometer an, sondern sich treiben lassen, die Natur genießen und hier und da was entdecken. Das ist wirklich für den Camper der perfekte Platz. Du bist direkt an der Mosel, kannst mal die Füße ins Wasser halten, ja, und einfach einen guten Urlaub haben. Absolut. Aber heute ist nicht so viel los hier, oder? Nee, irgendwie nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt mal so die Binnenschifffahrt uns entgegen. Tatsächlich ist die Mosel nach dem Rhein die zweitwichtigste Schifffahrtsstraße Deutschlands. Und das bemerken wir jetzt auch. Und auch Rundfahrten mit den Ausflugsdampfern sind bei vielen Touris sehr beliebt. Ja, sie haben zurückgewunken. Nach etwas mehr als einer Stunde kehren wir um. Der Rückweg ist besonders entspannt, denn wir fahren mit der Strömung. Wir waren jetzt so 2 Stündchen unterwegs. Ja, ungefähr. 2 Stündchen. Wären jetzt so 20 Euro für mich, oder? Genau, ja. Nee, hat Spaß gemacht. Es war so ein ganz besonderer Blick auf die Moselregion. Ja, ja, sonst immer nur vom Ufer. Und jetzt begreift man auch erstmal, wie steil diese Steilhänge sind. Ja, also. Hat großen Spaß gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank, merci. Jo, gerne. Einen schönen Tag. Euch auch. 5 Tage werde ich die Mosel erkunden. Und zwar mit dem Auto, um möglichst flexibel zu sein. Meine Tour stelle ich mir selbst zusammen. Später treffe ich eine Gruppe, die alles pauschal gebucht hat. Ob das besser klappt als meine individuelle Reise? Zur besseren Orientierung mal eine Karte und folgende Info. Bernkastel-Kues ist eines der beliebtesten Städtchen der Region. Und das aus gutem Grund. Vor allem wegen der malerischen Altstadt, den vielen gut erhaltenen Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter
und natürlich dem historischen Marktplatz. Hier schlägt das Herz der Mittelmosel, sagen die Moselaner. Und ich muss sagen, das hat schon was. Da sind überall so schön verwinkelte Gässchen. Ich finde sogar ein Stück romantisch. Und wie finden die anderen Touristen das Städtchen so? Wie ist Ihr Eindruck von Bernkastel-Kues? Was sagen Sie? Also ich finde es wunderschön. Vor allem, wir waren schon in anderen Orten, da ist dann halt vielleicht eine Straße schön hergerichtet. Und hier wirklich von einer Gasse zur nächsten und da ist alles schön. Wie haben Sie die Reise geplant? War das irgendwie alles individual zusammengestellt oder über ein Reiseunternehmen? Nee, ich mache das immer alles selbst. Also ich habe über Internetplattformen geschaut, verschiedene Ferienwohnungen und vor allem kleine Weingüter. Mhm. Und da waren wir jetzt in Mesenich in einem ganz tollen Weingut. Alles sehr familiär. Ja. Also Wein fließt reichlich und oh Gott, essen, kann ja. man, essen kann man auch sehr gut auf jeden Fall. Wissen Sie ungefähr, was preislich auf Sie zukommt bei den 6 Tagen? Mit was rechnen Sie so? Ja, wir haben nicht so richtig aufs Geld geschaut, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, für 6-7 Tage Unterkünfte mit Verpflegung und allem drum und dran sind wir schon so bei 800 Euro, würde ich sagen. Okay. Die meisten Gäste, habe ich mir sagen lassen, bleiben im Schnitt rund 3 Tage hier und übernachten, klar, im Hotel. Ich habe mir für meine erste Nacht etwas ganz Besonderes ausgesucht. Mitten in der Altstadt von Bernkastel-Kues, das Märchenhotel. Dann einmal das Zimmer Dornröschen. Frühstück ist morgens von 8 bis 10:30 in Form eines Frühstücksbuffets im Restaurant. Was kostet denn eine Nacht im Dornröschenzimmer? Das Dornröschen kostet 129 Euro inklusive Frühstück. Das ist ja die preiswerteste Kategorie. Richtig. Wie weit geht es denn noch nach oben? Also wir haben Rosenzimmer, Gemächer, Romantikzimmer und Exklusivzimmer. Die gehen ab 200 Euro. Kommt drauf an, Wochenende sind es etwas mehr. Rapunzel kostet 250 die Nacht. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Ich bleib im günstigsten Zimmer. Dornröschen ist ganz unten. Rapunzel muss ganz oben sein. Rapunzel ist hier rechts. Aber das ist die Nachbarin. Das ist die Nachbarin, genau. So, und hier kommen wir ins Dornröschen. Ich mag diese kleinen Accessoires hier überall so. Bitte schön. Ihr kleines Dornröschen. Hier haben Sie Blick in die Altstadt. Also, das Zimmer hat den Namen Dornröschenzimmer verdient, oder? Dornröschen, genau. Oh Gott. Ich meine es ganz liebevoll, wenn ich sage, unglaublich kitschig. Mal sehen, wie meine Nacht im Dornröschenzimmer so verläuft. Mein Fazit, ich habe nicht ganz so tief und fest geschlafen wie Dornröschen. Mir war die Matratze ein bisschen zu durchgelegen, aber Geschmackssache. Essen im Restaurant, super lecker, Belegschaft top und vor allem der Preis, 129 Euro für eine Nacht, gilt auch für 2 Personen. Das heißt, da bezahlst du 65 Euro pro Person, finde ich echt preiswert für mitten in so einem Urlaubsort. Zum Frühstück gibt's unter anderem frische Säfte und Cappuccino. Alles da, was ich so brauche. Dankeschön. Und auf geht's zum Moselufer. Ich treffe jetzt eine Gruppe aus Urlaubern, die haben ein Pauschalangebot gebucht. Also alles über ein Reiseunternehmen und das hat dann alles organisiert. Die sind aber nicht wie ich mit dem Auto unterwegs, sondern mit dem Fahrrad und müssten, so zumindest der Plan, jetzt bald aus der Richtung kommen. Hallo! Oh, das ist doch, das ist gut, das macht mir ein gutes Gefühl. Sind wir verabredet? Jawohl. Wunderbar! Oh, endlich! Hallo! Die Gruppe hat jetzt schon die ersten 30 Kilometer hinter sich. Wie war es bisher? Hatten Sie eine schöne Reise bisher? Ja, ja, wunderbar. Ja. Ja. Ging ja heute erst richtig los eigentlich, oder? Ja. Von Trier. Und erster Eindruck von der Moselregion. Sie dürfen gerne schwärmen oder auch kritisieren, wie Sie es empfinden. Ja, ich fand das sehr schön. Der Radweg ist ja wunderbar, schön naturverbunden. Wunderbar, wunderbar zu fahren. Heute auch nicht so furchtbar viel los. Sie sind jetzt wie viele Tage unterwegs und was bezahlen Sie? Ja, also wir sind von Samstag bis Samstag unterwegs ja. und zahlen etwas über 500. Pro Nase. Pro Nase. Das Pauschalpaket im Detail. 7 Übernachtungen mit Frühstück, ein Stadtrundgang, eine einstündige Schifffahrt und ein 3-Gänge-Menü. Kostet pro Person rund 500 Euro. Also umgerechnet etwa 73 Euro pro Tag.
Dann sage ich vielen Dank für die Zeit, eine schöne Reise. Ich würde, wenn ich darf, nochmal mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Würde ja gerne wissen, wie gefällt es Ihnen am Ende. Ja, ja? Gerne. Ja. Dann gute Fahrt, fahren Sie vorsichtig. Ja. Ciao, ciao. Wir tun unser Bestes. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Pro Tag fährt die Gruppe rund 50 Kilometer bis zum nächsten Hotel. Da schaffe ich mit dem Auto natürlich etwas mehr. Mein nächstes Ziel ist mehr als 100 Kilometer entfernt. Winningen, einer der ältesten Weinorte Deutschlands. Es gibt an der Mosel tatsächlich so über 100 Weinfeste pro Jahr. Und ein ganz besonderes werde ich mir jetzt anschauen. Das findet mitten in den Weinbergen statt und soll so eine Mischung sein aus gemütlich wandern und gemütlich Wein trinken. Die Idee? Den Wein dort genießen, wo er wächst. Einmal im Jahr findet das Winninger Steillagenfest statt. Hi, eine Person, hi. Mit Glas dazu? Ich habe kein Glas dabei. Dann brauchen Sie ein Glas, das kostet dann 6 Euro insgesamt. Alles klar, bitteschön. Und ich habe was Wunderbares für Sie. Schauen Sie mal, ich erkläre Ihnen, damit Sie das nicht ständig in der Hand tragen müssen. Ja. Ziehen Sie das mal über den Kopf, ich bin mal so frei. Selbstverständlich. Und dann kommt das Glas hier rein. Und zack. Oh, das ist ja super praktisch. Ja. Ich würde es schon gut voll machen für den Schon gut voll machen, alles klar. Bitteschön. Viel Spaß. Dankeschön. Gute 4 Kilometer lang ist der Rundwanderweg. Für Nachschub ist stets gesorgt, denn alle paar hundert Meter bieten Winzer ihre Weine an. Da ist Kondition gefragt und Disziplin. Hallo, hi. Darf ich euch kurz anhalten? Wir drehen einen Film über die Mosel. Wie sieht euer Tag heute so aus? Wie wird er verlaufen? Was glaubt ihr? Ja, wir machen das jetzt ja nicht zum ersten Mal. Also wir sind bestens vorbereitet. Wasser für zwischendurch sind wir im Gepäck. Kleine Snacks haben wir auch. Genau, kleine Snacks haben wir auch im Gepäck, weil hier normalerweise wahnsinnig viel los ist und es dann auch schon schwieriger werden kann, irgendwo an was zu essen zu kommen. Und ansonsten sind das hier wirklich ja, die besten Weingüter in der Region. Da kennt man auch schon so einige von und weiß, wo die Lieblingsweine zu finden sind. Und kulinarisch gibt es irgendwelche Tipps? Was muss ich probieren? Oder? Na, also jetzt hier speziell in dem Fest? Ja, zum Beispiel, ja. Also eben, das sah ganz gut aus und hat wahnsinnig gut gerochen. Das sah irgendwie nach so Pulled Pork so wild aus. Hat auch super gut gerochen, aber wir haben jetzt gut gefrühstückt, schon Sektchen zu Hause getrunken. Und dann, sind wir erstmal versorgt und haben ein bisschen vorgeglüht. Gegessen wird natürlich auch, aber später, denn da vorne wartet schon der erste Weinstand. Was ist denn so ein typischer Moselwein? Ein typischer Moselwein, das sind eigentlich die Schieferweine. Also der Schieferriesling trocken oder der Schieferriesling feinherb. Eigentlich würde ich sagen, der Schieferriesling feinherb. Okay, da würde ich von dem Schieferriesling, ich würde von dem Schieferriesling feinherb, würde ich so 0,1 nehmen. Ja, gerne. Ja, ja. Das war Ihr Glas? Ja, genau, ja. Und der Schiefer ist halt sehr mineralstoffhaltig und das gibt so schöne, rassige, kernige Weine. Ja, Sie kennen sich ganz schön gut aus. Ja, ich bin ja auch der Vater. Ach so, Sie sind der Papa. Ich habe gesagt, Sie sind so inventiv. Ich dachte, Sie stehen schon ein bisschen länger hier. Wissen Sie, Sie haben die Flasche vor sich stehen. Ich dachte, der Kollege steht schon ein bisschen, habe ich gedacht. Der Papa. Genau. Aber auch Winzer, oder? Gewesen. Ich bin jetzt im Ruhestand und ich bin ja auch Ortsbürgermeister. Ach so. Und dann ergibt sich ja so ein bisschen. Wirklich? Ja. Ach schön. Ja. Das heißt, es ist quasi Ihr Reich. Genau. Ja. Das Besondere hier, die ausgedehnten Steillagen. Und die locken an gleich 2 Tagen so einiges an Publikum an. Aber es gibt kein Geschiebe. Jetzt ist hier richtig was los. Heute Vormittag noch wenig, aber jetzt, es füllt sich. Und so langsam muss ich was futtern. Es gibt viele kleine Leckereien, mit und ohne Fleisch. Für mich gibt's heute Knödel. Die Portion kostet 11,80 Euro. Klar, steckt ein ordentlicher Steillagenfestaufschlag drin. Das ist ein total schönes Fest. Ich finde vor allem das Konzept gut. Man läuft ein bisschen. Es ist nicht so ein Weinfest. Du hockst nur auf einer Festbank und bewegst dich überhaupt nicht. Total die coole Idee und sehr gemischtes Publikum. Viele, viele junge Leute. Ich glaube, hier kriegt man so einen Tag sehr gut rum. Ja, hätte mir natürlich vorher klar sein müssen. Aber wer mit dem Auto unterwegs ist, der kommt an der Mosel natürlich schnell überall hin, wo er möchte. Aber großer Nachteil, man kann halt nicht so oft Wein probieren, wie man möchte. Naja, flexibel, aber nicht beschwipst.
Für mich geht's erstmal weiter in die Nähe von Trier. Heute übernachte ich im kleinen Dörfchen Longurch. Liegt direkt an der Mosel und der Abend heute steht ganz im Zeichen des Genießens, des Zuruhekommens. Denn hier kann man offenbar auf diesem Weingut ein sogenanntes Winzerhaus mieten. Ich weiß nicht so genau, was das ist, aber ich find's raus. Mein Gastgeber, die Winzerfamilie Longenschlöder. Und so sehen die Winzerhäuschen von oben aus. Ein bisschen wie ein kleines Dorf aus Lego. Gestaltet von Star-Designer Matteo Thun, inspiriert von den traditionellen Geräteschuppen der Moselwinzer. So, dann machen wir mal die Klappläden auf. So, dann schauen wir mal rein. So, dann kommen Sie mal rein. Dankeschön. Ich mach grad mein Glas ab. Ich lege Ihnen den Schlüssel hier hin. Vielen, vielen Dank. Genau, hier mal. Ach, was. Ja, es ist schon cool, dass es von außen so retro ist und man denkt, gefühlt, was haben Sie gesagt, Geräteschuppen vom Winzer, aber dann guckt man hier rein und dann ist es natürlich ja, sehr modern, sehr stylisch. Außen rustikal, drinnen alles clean und puristisch. Nur ein Raum und ein kleines Bad. Finde ich gut. Bin mal so frech. Man liegt dann hier in seinem Winzerhäuschen, idealerweise mit dem Riesling in der Hand. Und schaut einfach auf die Weinberge und in seinen schönen kleinen Vorgarten. Die Übernachtung kostet mich 120 Euro inklusive Frühstück. Guten Morgen, ich fühle mich wie frisch geschlüpft. Ich habe gut geschlafen im Winzerhaus. Man merkt einfach, es ist noch neu, es ist sehr, sehr ruhig. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, es gibt ja kaum Fenster. Das heißt, ich musste nachts ein, zwei Mal Stoßlüften, die großen Türen vorne aufmachen. Liegt aber auch an mir, ich brauche einfach Frischluft, aber ich fühle mich gerüstet für den Tag und so kann man starten. Kaffee, Sonne, was ein Wetterchen. Los geht's. Aber erstmal frühstücken. Käse in vielen Varianten, frisches Obst, sogar selbstgebackenes Brot. So kann der Tag starten. Mein nächster Halt ist Cochem. Gerade mal 5000 Menschen leben hier. Trotzdem ein Besuchermagnet. Und im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat der Kreis die meisten Übernachtungen in der gesamten Region. Weingut und Straußwirtschaft Danielbach. Guten Tag. Hi. Ah, hallo. Hi, Johannes Zenglein. Hi, Daniel. Daniel, ich grüße dich. Alles gut? Ja, sehr gut. Hey, ihr macht doch erst, ihr habt vor 5 Minuten aufgemacht. Und draußen ist schon hier ordentlich was los. Ja, bei dem tollen Wetter hier haben die Leute Lust auf einen schönen Riesling. Du musst mir einmal erklären, was ist genau eine Straußwirtschaft? Ihr habt nicht immer geöffnet, oder? Genau, das ist eigentlich im Prinzip ein Ausschank vom Winzer für 120 Tage. Das heißt, wir dürfen nur eigene Weine anbieten und zum Essen halt ein paar Kleinigkeiten als Begleiter zum Wein. Und unser Hauptgericht ist im Prinzip der Wein. Es gibt sogar einen Straußwirtschaftspass. Wer 8-mal einkehrt, bekommt zum Schluss eine Flasche Wein gratis. Finde ich super. Man muss sich eigentlich nur diesen Teller hier anschauen. Und dann weiß man, dass in der Moselregion jede Menge Genuss steckt. Hm. Und die Gläser noch voll, gell? Ja, Entschuldigung, ja. So, cheers. Zum Wohl. Stoßt ihr mit uns an? Ja, klar. Cheers. Cheers. Cheers, cheers. Tschüsschen. Cheers. Cheers. Oh, das ist schön. Wird man sofort Freunde gleich. Schön gesellig ist's ja hier, aber ich habe noch einiges vor. Denn ich bin noch mal mit den Radfahrern vom ersten Tag verabredet. Für die Gruppe aus dem Rheinland steht heute die Schifffahrt aus dem Pauschalangebot an. Und wie läuft's bisher? War es auf dem Weg jetzt gut ausgeschildert, oder? Ja, 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 aber die Anlegestellen. Ja, ich war auch erst eins weiter. Und dann wusste ich, okay, ich muss doch hier rüber. Also es war auch ein bisschen Chaos. Ja. Aber das ist die Mosel, ne? Das ist die Mosel. Genau. Das ist nicht der Rhein, okay, und nicht der Main. Ihr seid noch im richtigen Bundesland. Ja. 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 Wie war's bei euch? Wir haben heute 50 Kilometer Etappe gehabt. Und wir haben in Bernkastel-Kues also Kleinigkeit gegessen. Und dann hatten wir noch eine Viertelstunde, um uns die Stadt anzugucken. Ne? Ach, das ist so durchgetaktet? Das ist etwas stressig. Ja, also mit der Schifffahrt jetzt. Ja.
So, jetzt aber rauf aufs Schiff. Das kommt übrigens pünktlich auf die Minute. Und wir alle packen mit an. Okay. Machen Sie sich dran. Machen Sie. Das ist eine Herausforderung. Aber ein Service ist das hier mit dem hier einchecken. Ja. Das ist wunderbar. Die wissen schon, was passiert. Ach, guck mal. Ja. Die Fahrräder stehen direkt neben den Weinflaschen. Moseltypische Verpflegung gibt's natürlich auch auf dem Schiff. 3 Tage Radreise als Pauschalangebot. Zeit für ein Zwischenfazit. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihren Hotels aktuell? Wie läuft's da? Ja, also... Sie dürfen ehrlich antworten, bitte. Ja, ich antworte ehrlich. In Trier hatten wir ein etwas größeres Hotel. Da waren 2 Paare nicht ganz so zufrieden, weil wir an der Hauptverkehrsstraße die Zimmer hatten. Und es war sehr laut und es stank eben auch nach den Abgasen, weil unter uns die Ampel war. Aber der Rest des Hotels war okay und die Lage auch. Dann waren wir in einem kleinen Hotel mit 10 Zimmern. Das ist ein ehemaliger Winzer gewesen, ein kleines Hotelchen mit einer sehr kleinen, aber sehr winzertypischen Speisekarte mit leckeren Weinen und so. Also das Gegenteil eigentlich. Pauschal buchen ist zwar komfortabel, man hat aber eben nicht alles selbst in der Hand. Das Bauchgefühl, werden Sie Wiederholungstäter und Täterin oder das nächste Mal auf eigene Faust? Das nächste Mal auf eigene Faust. Wobei wir da auch schon drüber gesprochen haben, ob das jetzt von den Kosten her günstiger wäre, wenn wir es selber buchen würden. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Weil Nein, ich finde den Preis sensationell, muss ich sagen. Mit den Hotels sind zwar nicht alle zufrieden, mit dem Gesamtpreis für die Reise allerdings schon. Für die einstündige Schifffahrt zahle ich 12 Euro. Im Pauschalpaket ist die Tour inklusive. Nach 1 Stunde erreichen wir unser Ziel, den kleinen Weinort Zell. Direkt gegenüber der Anlegestelle ist unser gemeinsames Hotel. Hallo, guten Tag. Hallo. Johannes Zenglein, hi. Hallo, Herr Zenglein, herzlich willkommen. Dankeschön, ich habe eine Übernachtung auf morgen. Ja, schau mal nach. Ja, genau, Sie sind untergebracht in der Riesling. In der Riesling? Jawohl. Ja, so heißt tatsächlich mein Zimmer. So, hier entlang. Okay. Ich gehe da mal vor. Ist das so ein Apartment oder was? Das ist riesig. Das ist unsere Suite. Ich habe eine Suite? Du hast eine Suite? Ich habe zum ersten Mal eine Suite in meinem Leben. Geil. 2 Räume. Einer zum Schlafen, sogar mit Moselblick. Und einer zum, Wohnen nenne ich es mal. Für mich alleine ehrlich gesagt viel zu groß. Aber da wir heute komplett ausgebucht sind und ich keine Gäste wegschicken möchte, habe ich dich dann in der Suite eingebucht. Als Doppelzimmerbelegung berechne ich 120 Euro die Nacht inklusive Frühstücksbuffet. Pro Person? Nein, fürs Doppelzimmer. Das heißt pro Person in der Suite 60 Euro mit Frühstück? Mit Frühstück. Und Moselblick? Und Balkon. Und hört man die Straße? Hörst du die Straße? Es fährt gerade kein Auto vorbei. Also ich sag mal bei einer Flasche Riesling. Ach so, okay. Hörst du die sowieso nicht mehr? Bei der zweiten Flasche ist alles egal. Und ich habe gesehen, die Rieslingflasche gibt es aufs Zimmer ab 9 Euro. Genau. Das heißt für jede Person 9 Euro. Dann ist die Straße gar nicht mehr zu hören. Gut. Dann ist alles super. Und dann schläft und schnarcht man auch, oder? Richtig. Regulär kostet eine Übernachtung in der Suite 150 Euro. Glück gehabt. Auch die Reiseveranstalter buchen solche Zimmer. Bekommt der Veranstalter dann nochmal Rabatt von euch? Ja, auf jeden Fall. 5-10% oder? Also ich habe Fahrradveranstalter, die haben einen festen Preis, bekommen bis September, Oktober immer den gleichen Preis, ob die am Wochenende einbuchen oder in der Woche. Ah, okay. September, Oktober zahlen die ein etwas mehr. Aber das sind für mich dann auch gute und große Kunden, die sehr viele Zimmer abnehmen. Und die bekommen natürlich wieder einen besseren Preis wie jetzt ein Gast, der einmal kommt und eine Nacht oder 3 Tage bleibt. Nee, ist ja klar. Oder? Die liefern immer wieder Gäste an. Das Kontingent definitiv. Ist groß. Ja. Und das heißt, du kannst dann im Einzelnen von deiner Marge was abgeben. Richtig. Aber aufgrund der Masse lohnt sich das auch wieder für euch.
So kommen günstige Pauschalpakete zustande, wie bei der Radreisegruppe. Zum Abschluss meiner Reise fahre ich nach Mörsdorf. Hier soll es eine ganz besondere Attraktion geben. Ich bin heute auf jeden Fall nicht alleine unterwegs. Ich bin einer von 300.000 Touristen, die da vorne hinwollen. Und zwar gibt es da die Hängeseilbrücke Geierlei. Und warum da die Massen hinpilgern, das will ich heute herausfinden. Und das ist sie. In luftigen 100 Metern führt die Geierleibrücke über das Mörsdorfer Bachtal. Mit 360 Metern ist sie eine der längsten Hängeseilbrücken Deutschlands. Hallo, waren Sie bei der Hängeseilbrücke? Darf ich Ihnen ein, zwei Fragen dazu stellen? Jo. Wie war's? Nichts für mich. Oh, warum? Höhenangst, bisschen zu wackelig alles. Echt, ist das so krass? Also für mich war's krass. Ja, okay. Ja. Nee, weil ich mich gefragt habe, das ist ja irgendwie 100 Meter hoch. Und ich war mir nicht sicher, ich bin auf dem Weg dahin. Spürt man es oder spürt man es nicht? Ich habe es gespürt. Okay. Darf ich Sie was fragen? Gerne. Zur Hängeseilbrücke. Ja. Waren Sie da gerade? Ja, genau. Ja. Und? Ja, ich bin fast drüber und sie ist gar nicht drüber. Ich bin 30 Meter. Und dann? Zurück. Warum? Weil ich in Angst habe, bin ich auf Höhenangst. Ich musste es aber ausprobieren. Ich wollte es unbedingt schaffen, aber ging nicht. Wie hat es sich angefühlt? Wackelig, ja. Und ich war bis zum Tal runter, sag ich mal. Dann ging es langsam wieder hoch, denke ich, bevor du da jetzt wieder hoch musst, wieder runter, dann kannst du wieder zurückgehen. Nehmen Sie die Kamera mit und dann haben Sie gar keine andere Wahl. Genau. Weil sonst sind Sie ja der Vollloser. Oh. Das würde ich mir überlegen. Was? Charmant überredet, aber so ein bisschen mulmig ist mir schon. Rund 20 Minuten dauert der Fußweg zur Brücke. Mit dem Auto kommt man hier nicht direkt hin. Ach, krass. Guck mal, das sieht so aus, als würde die da einfach frei schweben. Übrigens, der Gang über die Brücke ist gratis. Ich gehe gerade immer so leicht in die Knie, um die Brücke ein bisschen abzufedern, weil es doch wackelt. Oh mein Gott. Krass, 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 krass. Oh, ich finde es jetzt schon hoch. Ich finde es jetzt schon hoch. Guten Tag. Moin. Ist schön da drüben. Man kann das da aushalten. Man kann das da aushalten. Auf der Brücke ist schöner. Okay. Oh, okay. Cool. Ja, die einen machen es super locker und die anderen zittern sich vor. Es ist hier echt alles dabei. Wir sind wieder auf sicherem Boden. Wir haben es geschafft. Ah, wobei, wir müssen noch zurück. Nach 5 Tagen geht meine Reise an der Mosel zu Ende. Mein Eindruck, die Region ist im Wandel. Ich finde, an der Mosel tut sich was, enorm was. Ich habe viele junge Familien gesehen, viele junge Urlauber. Aber klar, die Mehrheit der Urlauber ist dann doch ein Ticken älter. Und ich kann das verstehen. Es ist eine Region, die lädt zum Verweilen ein. Es ist zum Entschleunigen da, aber es gibt jede Menge Genussmomente. Ich, wenn ich die Region bereisen würde, würde das Ganze individuell buchen, weil der Preisunterschied ist marginal. Und dann weiß ich, was ich bekomme. Und wenn was in die Hose geht, dann weiß ich auch, wer schuld ist. Und zwar ich selbst. Egal ob Kurzaufenthalt beim Winzer oder auch der mehrtägige Roadtrip mit ganz besonderen Unterkünften. Rund um die Mosel klappt eben beides. Im Schnitt haben meine Übernachtungen etwas über 120 Euro inklusive Frühstück gekostet. Ich war aber auch alleine unterwegs. Zu zweit wird's deutlich günstiger. Erlebnisse hatte ich in den Weinbergen, aber auch auf dem Wasser. 81 Euro hat mich das gekostet. Und es stimmt, Genuss spielt an der Mosel eine wichtige Rolle. Und die Events rund um den Wein werden immer kreativer. Das war Was kostet Urlaub an der Mosel? Viel Spaß beim nächsten Weinchen. Danke fürs Dabeisein. Ciao, ciao.